Weißt du eigentlich, was das wichtigste Element in der Fotografie ist? Nein, es ist nicht die Spiegelreflex, nicht das Model, nicht die Schminke, nicht die Kleidung. Es ist so, so simpel, denn es ist das Licht. Ja, mit dem Licht kannst du ganz, ganz viel steuern und überhaupt brauchst du erstmal Licht, um ein Foto zu machen. Nicht umsonst gibt es doch Licht ins Dunkle. Heute zeige ich euch ein richtig, richtig cooles Low-Budget-Gadget, das wir ganz, ganz fix und kostengünstig zusammen erstellen, mit dem ihr das Licht richtig beherrschen könnt. Ihr könnt es, ja, jetzt habe ich nicht so viel verraten, ne? Sonst ist die Freude weggenommen. Auf jeden Fall könnt ihr mit dem heutigen Gadget ganz schön viel verändern, wie ihr jetzt auch in diesem Durchgang schon mal seht. Habt ihr den Unterschied erkannt? Wahnsinn, oder? Jedes Foto wirkt doch ganz anders. Echt krass, ne? Sicher kennt ihr den Artikel Low-Budget-Fototyps auf www.christina.com hier eingeblendet. Wenn nicht, dann müsst ihr den unbedingt auschecken, weil das sind so geniale Tipps und Tricks im Bereich der Fotografie. Also die Tipps, die ich euch dort gebe, sind so simpel und so genial, dass das mein meistgeklickter Artikel ist auf dem Blog und ich habe wirklich viele, viele Artikel. Und sogar Ashton Kutcher diesen Artikel auf seiner Facebook-Seite geteilt hat. Deswegen schaut unbedingt rein. Heute zeige ich euch einen neuen Low-Budget-Tipp. Und zwar zeige ich euch heute ein Gadget, mit dem ihr diesen Effekt erzielen könnt, den ihr hier eingeblendet seht. Krasser Effekt, oder? Und heute machen wir zusammen ein Low-Budget-Equipment, das eben diesen Effekt erzielt. Ja, was brauchen wir? Wir brauchen eine Spraydose. Ich habe hier schwarzen matten Lack genommen. Dann brauchen wir noch zwei Winkel, Styroporplatte. Und wir brauchen auch noch zwei Schrauben und Muttern. Zuerst sprühen wir die Styroporplatte ein. Und am besten nutzt ihr dafür eine Unterlage. Einen von den beiden Winkeln sprüht ihr übrigens auch schwarz an, weil wir den später brauchen für die schwarze Seite von unserem Abschatter. Dann steckt ihr die Schraube durch diesen Winkel durch und bringt es direkt an der Styroporplatte an und steckst dann eben auf der anderen Seite auch den Winkel dran und schraubst es mit der Mutter drauf. Natürlich kannst du auch den Winkel jeweils auf eine extra Seite anbringen. Das heißt zum Beispiel den schwarzen Winkel auf der schwarzen Seite und den weißen auf der weißen, aber so, dass sie nicht verbunden sind. Jeweils kannst du die dann gerade mit einem Stück Papier drunter unter der Mutter befestigen, weil diese Methode eignet sich einfach ein bisschen besser, wenn du zum Beispiel deinen Aufheller oder Abschatter besonders nah an das Produkt oder eben an die Person stellen magst. Spätestens jetzt weißt du, was es nicht ist. Spätestens jetzt weißt du, was das wichtigste Element in der Fotografie ist. Merkst du einfach so. Das Wichtigste. Gedacht wird unten im Keller, ne? Hättest du gedacht, dass man für weniger als 5 Euro so ein cooles Low-Budget-Gadget erstellen kann? Vor allem in dieser kurzen Zeitspanne, auch wenn ich keine Uhr trage. Ja? Krass, oder? Deswegen, wenn dir das Video und die Idee gefallen hat, hier unten auf Abonnieren klicken, schau auf den Blog vorbei, denn sonst entgehen dir so geniale Tricks wie das hier heute. Und womöglich geht dein Licht sogar aus. Und wenn du kein Licht hast, dann kannst du nicht fotografieren. Ist ja klar, haben wir heute gelernt, ne? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich würde mich riesig freuen, wenn du bei mir auf dem Blog vorbeischaust. Dort warten Outfits auf dich, coole Rezepte, Low-Budget-Tricks und jede Menge Tipps zum Bloggen und zum Fotografieren generell. Also schau einfach vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal.
Spätestens jetzt solltest du noch mal ganz genau wissen und auf die... Spätestens jetzt weißt du, was das Wichtigste... Das wichtigste Element in der Fotografie ist. Spätestens jetzt weißt du, was das wichtigste Element in der Fotografie ist. Merkst dir einfach so. Das Wichtigste. Gelacht wird unten im Keller, ne? Hättest du gedacht, dass man für weniger als 5 Euro so ein cooles Low-Budget-Gadget erstellen kann? Vor allem in dieser kurzen Zeitspanne, auch wenn ich keine Uhr trage, ja? Krass, oder? Deswegen, wenn dir das Video und die Idee gefallen hat, hier unten auf Abonnieren klicken, schau auf den Blog vorbei, denn sonst entgehen dir so geniale Tricks wie das hier heute und womöglich geht dein Licht sogar aus, wer weiß. Kann man nicht sagen. Aber weil vielleicht ein bisschen. Und wenn du kein Licht hast, dann kannst du nicht fotografieren. Ist ja klar, haben wir heute gelernt, ne? Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ich würde mich super freuen. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und ich würde mich riesig freuen, wenn du bei mir auf dem Blog vorbeischaust. Dort warten Outfits auf dich, coole Rezepte, Low-Budget-Tricks und jede Menge Tipps zum Bloggen und zum Fotografieren generell. Also schau einfach vorbei. Wir sehen uns das nächste Mal. Warte, nein, lass mal. Der Abschluss mache ich ja immer so.